Mitglieder des Senats der Allianz. Mit großer Besorgnis stehe ich heute vor Ihnen und bitte Sie, meine Worte anzuhören und dann zu handeln. Viele glauben, dass in wenigen Monaten die Unterzeichnung des Abkommens von Balmer auf dem Jupitermond Europa endlich den Frieden zwischen der Allianz und der Koalition sichern wird. Jahrzehnte des kolonialen Konflikts und der Feindseligkeiten sollen endlich ein Ende haben. Ich warne Sie vor zu viel Optimismus. Mit der Unterzeichnung des Vereinigungspakts zwischen den Mitgliedstaaten der Koalition zeichnet sich ein dunkles Schreckgespenst vor uns ab. Die Koalition ist eine Macht, die der Allianz ebenbürtig ist und bedroht unheilvoll und real unsere Existenz. Seit den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts ist kein Konflikt mehr so gefährlich geworden. Dies ist keine leere Warnung, Mitglieder des Senats. Dies ist die Realität. Die Allianz hat im Laufe dieses Jahrhunderts eine freie und offene Gesellschaft für ihre Mitglieder hier auf der Erde und im ganzen Sonnensystem geschaffen. Die Kolonien von Mars, Jupiter und Saturn sind inzwischen eigenständige, vorbildliche Gemeinschaften. Wir haben unsere Träume weit übertroffen und große Dinge erreicht. Aber wir sind zu groß geworden und damit verwundbar. Die Allianz hat alle ihre Bemühungen und Gedanken auf die weitere Kolonialisierung des Weltraums konzentriert. Die Koalition hingegen hat darauf hingearbeitet, sich unter einem rücksichtslosen und totalitären Regime zu vereinigen. Inzwischen ist sie sowohl wirtschaftlich als auch militärisch in der Lage, uns nicht nur hier auf der Erde, sondern im gesamten Sonnensystem zu bedrohen. In den letzten Jahrzehnten sind wir den Staaten der Koalition entgegengekommen, die versucht haben, unsere Operationen zu stören und das Fundament der Allianz zu untergraben. Wir haben der Koalition sowohl wirtschaftliche als auch territoriale Zugeständnisse gemacht. Viel zu viele Zugeständnisse. Ich warne Sie, wir müssen unverzüglich handeln und uns auf den Ausbruch eines großen Konflikts, ja, eines großen Krieges vorbereiten. Ja, hier ist der Stoppen. Ich bin der Diebster und ich heiße willkommen zum neuesten Projekt. Und zwar ein Spiel, gepublished von Microsoft. Und entwickelt von Digital Anvil. Sowie von Warsock Games. Ja, und zwar spielen wir euch ein Spiel aus dem Jahr 2000 mit dem Namen Starlancer. Ja, Starlancer ist ein Action-Weltraumspiel, wo ich vor ein paar Wochen die Demo gespielt habe als Einleitung zu diesem Projekt. Das war quasi, ja, zwei exklusive Missionen. Da konnte man gut ins Blick, ins Spiel so einen Blick haben. Ich will jetzt die Vollversion, die freigegeben ist ab 12 Jahren. Also für jeden auf YouTube geeignet. Und entsprechend auch für jeden, ja, geeignet, der Interesse daran hat. Als Starlancer ist ein Spiel, das habe ich schon mal gespielt. Ist nicht blind, dieses Play. Ist aber tatsächlich sehr lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Bestimmt 15 Jahre, kann nur wirklich sein. Also 2005 oder so kann durchaus möglich sein, ganz ehrlich. Habe ich seitdem nicht mehr angefasst, aber jetzt ist wieder Zeit im Rahmen des Let's Plays. Der Lancer-Reihe, die wir jetzt damit richtig anfangen. Es gibt ja noch Freelancer danach, das war ja irgendwann im Anschluss.
Und, aber erstmal machen wir diesen Teil hier. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Einzelspielermodus. Wir haben hier die Auswahl zwischen Mann oder Frau. Ja, wir dürfen auch eine Frau spielen. Die im Demo hat damals einen Mann gespielt. Es wird daher vielleicht Zeit, dass wir jetzt eine Frau machen. Ich bin jetzt Frau. Würde ich mal sagen, oh, hat keinen wirklich Hintergrund. Ja gut, ich spiele gerne Frauen in Spielen, die können die Heldin dann sein. Aber ansonsten macht keinen Unterschied eigentlich, weil es ändert sich nur quasi die eigene Stimme in Kommunikationsnachrichten. Mehr macht das nicht. Ja, Rufzeichen kann ich natürlich auch erstellen. Beim Land diesmal kann ich auch ein neues erstellen, ein eigenes. Und zwar heiße ich Diebstar, für alle, die es nicht wissen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir starten. Wir haben die Auswahl zwischen drei Schwierigkeitsgraden. Leicht, mittel und schwer. Es ist kein blindes Let's Play. Aber es ist ja lange her. Deswegen würde ich sagen, ich spiele Schwierigkeitsgrad mittel. Das heißt, ich bin wieder der normale Spieler, der Spiel normal spielen will und so spielen und kennenlernen will, wie der Entwickler denkt, ein normaler Spieler sollte das so spielen. Deswegen machen wir Schwierigkeitsgrad mittel. Und ich würde sagen, ja, wir legen los. Starten. Guten Abend, hier spricht Colonel Bradwell mit den ACN-Nachrichten. Mit der Unterzeichnung des Abkommens von Balmer durch die Koalition wird der jahrzehntelange koloniale Konflikt beendet. Würdenträger der Koalition treffen auf dem Jupitermond Europa ein, um an diesem Ereignis teilzunehmen. Im ganzen Sonnensystem werden die Flotten der Allianz aufgelöst. Gerade trifft die Delegation der östlichen Koalition unter der Leitung von Admiral Kulov ein, um an der Unterzeichnung teilzunehmen. Willkommen, Admiral Kulov. Hier spricht die Patrouille der Kennedy-Basis. Wir werden Sie zur Oberfläche eskortieren. Diese Idioten! Commander Romanov, starten Sie den Angriff! Da, Admiral. Senior Lieutenant, geben Sie der Kampftruppe das Signal zum Enttarnen. Ziele sind getroffen. An allen Fronten werden jetzt sekundäre Ziele angegriffen. Admiral Kulov, Ihre Strategie hat einwandfrei funktioniert. Wir haben die Truppen der Allianz völlig überrascht und der Rest hat komplett den Rückzug angetreten. Sir, Konteradmiral Petrov meldet, die französische und italienische Flotte wurden zerstört. Er fordert zusätzliche Schiffe zur Aufnahme der Gefangenen an. Exekutiert sie alle! Wir haben keine Zeit für Gefangene! Trotz erbitterten Widerstands erlag die Kennedy-Basis schließlich der unüberwindlichen Übermacht. Es gibt keine Berichte von Überlebenden. Führer der Allianz gaben heute zu, dass alle Hoffnungen auf ein friedliches Ende des Konflikts zerstört wurden mit dem Fall Europas. Soeben erhielten wir einen dringenden Appell des Oberkommandos der Allianz. Sämtliche Zivilisten mit Flugerfahrung werden aufgerufen, sich beim nächsten Rekrutierungszentrum zur Musterung zu melden. Die Allianz braucht sie. ANS Reliance, hier spricht Allianz Shuttle Delta 9 mit dem Landeerlaubnis. Over. Shuttle Delta 9, Landeerlaubnis erteilt. Captain on deck. Recruit! Antrieb! Red Eye. Ihr seid die Freiwilligen der 45. Es interessiert mich nicht, was ihr wart. Aber jetzt seid ihr bei der Marine. My family. Wir haben eine lange und ruhmreiche Geschichte, für die wir jetzt kämpfen müssen. Wir sind die einzige Hoffnung für unser Volk. Commander Enriquez? Ich bin
bin Ihr Geschwaderführer. Einsatzbesprechung ist in einer Stunde. Willkommen an Bord der Reliant. Lieutenant Commander. Jawohl! Weisen Sie allen Rekruten Ihre Quartiere zu. Das ist alles. Wegtreten. Zu Befehl. Rekruten, wegtreten und wir das! Okay, Rekruten, hört gut zu. Willkommen an Bord der ANS Reliant. Ich bin Geschwaderführer Maria Enriquez und kommandierender Offizier des 45. Freiwilligen Geschwaders. Wir alle kennen unsere Probleme. Unsere Flotte hat schlimme Verluste hingenommen. Das Oberkommando hat jedoch strategische Pläne ausgearbeitet, um uns zu helfen, Gebiete zurückzuerobern, unsere Leute zu befreien und die Bedrohung durch die Koalition zu eliminieren. Ich verlange von euch nur drei Sachen. Führt meine Befehle haargenau aus, fliegt bis an die Grenzen eurer Leistungsfähigkeit und bringt euch und euer Schiff heil wieder zurück. Denkt immer daran, dann werden wir auch gut miteinander auskommen. Ich erkläre euch jetzt noch kurz, wie die Quartiere ausgestattet sind. Auf dem Monitor werden die ACN-Nachrichten übertragen. So bekommt ihr einen besseren Überblick über den Krieg. Und bleibt dran, vielleicht werden wir auch mal erwähnt. Unter dem Bett findet ihr ein abschließbares Fach. Dort könnt ihr Medaillen, falls ihr welche bekommt, oder andere Wertsachen aufbewahren. Wer Schmuggelware oder gefährliche Substanzen in diesem Fach aufbewahrt, wird sofort bestraft. Die Simulator-Kapsel hilft euch, schnell mit den Kampfjägern klarzukommen. Ich empfehle euch dringend, die Trainingsprogramme durchzuarbeiten, bevor ihr euren ersten Einsatz fliegt. Zu eurer Unterhaltung und zur Entspannung findet ihr einen CD-Spieler. Ich bin nicht sicher, was drauf gespeichert ist, aber ihr werdet schon was finden, was euch gefällt. Der ITEC Terminal ist eine Datenbank für die strategische Kampfplanung. Hier bekommt ihr Berichte und andere wichtige Informationen, die euch helfen, eure Ziele zu erreichen. Das ist alles. Schaut euch alles in Ruhe an. Wir treffen uns gleich im Besprechungsraum. Und vergesst bitte nicht, wir müssen einen Krieg gewinnen. So, ja. Das ist alles passiert. Ich habe ja, bevor das Intro-Video startet, habe ich ja noch die Installation vom Spiel noch als Break aufgenommen. Weil da ja quasi, das ist ja quasi so eine Art Prolog, wo ja, was ja quasi vor dieser Konferenz stattfindet. Da wurde ja schon gewarnt, ja, dass man sich vor Krieg vorbereiten muss, auf was die ganze Warnung verhallt. Weil, ja, die haben einfach angegriffen, Überraschungsangriff. Und jetzt sind wir hier, wohl eingezogen. Und haben uns entsprechend gemeldet, freiwillig. Ja, wir können sich abwarten zu sterben. Der Ablauf. Wie läuft das die Let's Play ab? Wir machen erstmal, bevor wir die erste Kampagnenmission anfangen, die sogenannten Trainingsprogramme, die wir hier haben, in 3 oder 4 Folgen sind das. Dann werden wir aber zwischendurch immer wieder da reingehen, weil da gibt es noch ein paar Datenbanken über Schiffe, Personen, Geschwader und so weiter und so weiter, damit wir ein bisschen wissen, was los ist. Und hier bevor wir werden jetzt ein paar Folgen erstmal noch gar nicht diese Mission anfangen, die Kampagne. Wir werden erstmal das machen, was halt vorher kommt. Wir fangen aber trotzdem, ja, hier gibt es auch CD-Spieler, ey, im Jahr 2160. Ja, das ist ziemlich retro, muss man sagen, ne, auf heutiger Sicht zwar schon. Allgemein ziemlich retro angehaucht hier mit alten Kriegsschiffen und ja. Die Synchronisation hatte damals sehr viel Kritik hervorgerufen. Ja, weil die versucht haben, so mit Akzent zu übersetzen. Ja, von wegen Amerikaner mit amerikanischen Akzent, Japaner mit japanischen Akzent und so weiter und so weiter. Ach, ich fand das immer interessante Ideen, muss man sagen. Ja, gut, wir gehen mal zu den ACN-Nachrichten. Da fangen wir mal richtig an, ein bisschen was zu machen. Hier spricht Heidi Moore für ACN.
Heute hat das Oberkommando der Allianz angeordnet, die Flotte um den Neptun neu zu formieren. So sollen die anhaltenden Flüchtlinge aus unseren verlorenen Kolonien und den umliegenden Basen beschützt werden. Viele konnten sich nur unter Lebensgefahr retten. Es liegen Augenzeugenberichte der Ereignisse in unseren früheren Kolonien vor. In einigen Berichten heißt es, dass gefangene Truppen und Zivilisten eingesperrt oder im Rahmen von Massenexekutionen hingerichtet wurden. Anderen Berichten zufolge müssen Zivilisten in Arbeitslagern ohne genügend Wasser und Nahrung Zwangsarbeit leisten. Auf die Frage nach der Bewertung der Situation sagte Admiral Caldwell, Oberbefehlshaber der Allianz: Wir werden diesen Krieg gewinnen und die Schatten verjagen, die die Koalition über uns gebracht hat. Das eine verspreche ich, die Verbrechen werden nicht ungesühnt bleiben. Wir werden für Gerechtigkeit sorgen und siegen. Übernahm die ANS Reliant wieder ihren Dienst, unter dem Befehl von Captain Robert Foster. Mit an Bord war das neu ausgebildete 45. Freiwilligengeschwader. Die Stimmung war ausgezeichnet, als die Einheit die Transitstation in Richtung Einsatzgebiet verließ. Weiterhin wird gemeldet, dass das Allianzkommando erneut die Bürger um Hilfe bittet. Die benötigten Spenden können bei den Sammelzentren abgegeben werden. Alle werden aufgerufen, sparsam mit Wasser und Nahrungsmitteln umzugehen. Das war Heidi Moore mit den Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das war ganz charmant. Das gibt es tatsächlich vor jeder Mission so einen Bericht. Da weiß man immer genau, was los ist. Aber wir machen jetzt hier Spiel mal ein bisschen, bevor in die Statistik, also diese Datenbank machen wir am Ende der Folge, falls euch das interessiert, dann meisten wir wahrscheinlich gar nicht. Deswegen machen wir das erst die Mission, dann die Datenbanken und dann, ja. Immer, ne? Also würde ich sagen, ja, Simulator benutzen. Fangen wir an, ein bisschen los zu fliegen und zu üben, wie war das, wie das Spiel so funktioniert. Gut, wir ein bisschen geübt sind wir ja durch die Demo, aber. Was machen Übungseinsätze? Und zwar gibt es 3 Stück. Und da gibt es noch den sofortigen Spielstart. Das ist eine Art, Lauf, kann man sagen. Da kann ich schon mal sagen, da werde ich auch. Ich werde versuchen durchzuspielen und zwar mal mit Cheats. Ja, weil im Anfang ist ja gar nicht vorgesehen, dass man den schafft, aber es gibt Möglichkeiten. Da wäre vielleicht ein bisschen dann was tricksen für eine Mission, wo man dann mehr Zeit dafür haben oder so. Und ein anderes Schiff braucht man dafür eigentlich auch. Dann machen wir das dann so. Ja, ist dann einfach so. Ich hab's lieber, wenn das so ist. Ja, fangen wir an mit Mission 1, Instrumententraining. Also, los geht's! Trainingssequenz initiiert. In dieser Trainingseinheit geht es um die eingespiegelten Flugführungsanzeigen des Piloten. Okay, Funkdisplay. Funksystem. Hier sehen Sie eine Liste der Personen, mit denen Sie kommunizieren können. Drücken Sie die Nummerntaste der Person, mit der Sie sprechen möchten. Okay, die Basis. Wenn Sie jemanden ausgewählt haben, können Sie eine der Nachrichten aus der Liste senden. Drücken Sie dann erneut auf eine Nummerntaste. Eingehende Nachrichten sowie die Sie gerade hören, werden ebenfalls in diesem Display angezeigt. Bei manchen Missionen müssen Sie Befehle erteilen, Freigaben anfordern oder ähnliche Aktionen durchführen. Zielverfolgungs- und Zielerfassungssysteme. Orten Sie den feindlichen Jäger in der Nähe und verfolgen Sie ihn. Versuchen Sie bei der Verfolgung in Sichtweite des Ziels zu bleiben. Die Triebwerke sind jetzt aktiviert. Erfassen Sie das feindliche Objekt, indem Sie die Zielerfassungstaste drücken. Das Zielobjekt wird jetzt mit einer roten Umrandung angezeigt. Das kleine Feld, das mit einer Linie an der Umrandung befestigt ist, ist der Führungscursor. Er zeigt an, wohin Sie zielen sollen, wenn sich das Ziel bewegt. Ja, gut. Wenn Sie einen Feind verfolgen, können Sie mit der Geschwindigkeitsanpassungstaste Ihre Geschwindigkeit an die des Feindes anpassen. Okay. Y. Na denn? Im oberen Teil des Bildschirms wird die Raketenauswahl angezeigt.
Drücken Sie die Raketendrehtasten, um die gewünschte Rakete in die senkrechte Position zu bringen. Eine Rakete ist abschussbereit, wenn für Sie Bezeichnung und Anzahl angezeigt werden. Okay. Okay. Raptor ausgewählt. Okay. Jackhammer. Drücken Sie die Raketenabfeuerungstaste, um die Rakete abzufeuern, sobald die Freigabe erteilt wurde. Beachten Sie jedoch, dass Sie wenig Chancen haben, ein Ziel zu treffen, wenn keine Zielerfassung erfolgt ist. Ihr Ziel muss sich eine Weile in der vorderen Ansicht befinden, damit es erfasst werden kann. Sobald es erfasst wurde, wird es mit einem Ring angezeigt. Gerät Ihr Ziel außer Sichtweite, geht die Zielerfassung verloren und muss durch eine erneute Sichtverfolgung wiederhergestellt werden. Der Ring verschwindet, sobald das Ziel erfasst wurde. Erst dann können Sie Raketen abfeuern. Wenn Sie alle Raketen eines Typs abgefeuert haben, müssen Sie zu einem anderen Typ wechseln. Häufig wird Ihnen in den Einsatzbesprechungen mitgeteilt, welche Projektile Sie verwenden sollen. Ansonsten sind Sie auf Ihre Erfahrung und Ihr Beurteilungsvermögen angewiesen. Klar. Ist klar, ne? Sie haben die Erlaubnis, das Schiff mit Raketen zu zerstören. Raketensystem aktiviert. Sie haben 20 Sekunden, um die Freigabe zu nutzen. Na dann, sagen wir mal, dann kriegen wir mit einem Torpedo drauf, mit Jackhammer. Gut gemacht, Pilot. Das feindliche Schiff wurde ausgeschaltet. Voll Verschwendung. Triebwerke und Raketensystem wurden deaktiviert. Okay. Beschädigungsanzeige. Hier wird der Zustand verschiedener Schiffssysteme angezeigt. Dazu gehören Waffen, Triebwerke und Schutzsysteme. Mhm. Braucht man in der Regel nicht. Wing-Status. Dies zeigt die Schiffe ihres eigenen Wings mit dem jeweiligen Schadensstatus an. Aber das braucht man ja nicht. Der andere vielleicht ist doch vielleicht nützlich. Bevor Sie einem anderen Piloten einen Befehl erteilen oder ihn um etwas bitten, sollten Sie seinen Status überprüfen. Ziele. Hier wird Ihr aktuelles Ziel hervorgehoben. Sie können weitere Ziele darstellen, indem Sie auf die Bildrolltaste drücken. Folgen Sie exakt diesen Anweisungen, wenn Sie von Ihrem Captain nicht der Gehorsamsverweigerung beschuldigt werden möchten. Wer denkt, wer macht denn sowas? Autopilot wird in 3 Sekunden aktiviert. Wer macht denn sowas, ey, wie Gehorsamsverweigerung? Wer macht das denn? Erfassen Sie das Großkampfschiff in der Nähe, indem Sie die Zielerfassungstaste drücken. Okay. Nicht-Jäger-Objekte erscheinen rechts unten in der eingespiegelten Flugführungsanzeige. Bei großen Kampfschiffen können kleinere Objekte wie Geschütztürme und Triebwerke einzeln anvisiert und durch Drücken der Zielerfassungstaste für untergeordnete Ziele erfasst werden. Okay, Unterziel. Funkgerät. Triebwerk. Triebwerk. Okay. Ein Übersprung, ne? Ja, okay. Abzufahrt so schnell. Lasergeschützturm. Sie haben die Erlaubnis, das Schiff zu zerstören. Alle Waffensysteme sind aktiviert. Wie meint das? Die Triebwerke sind jetzt aktiviert. Na denn? Vagabond ausgewählt. Na denn? Gleich kaputt. Er hat das Schild, ne? Das ist ein ganzes Schild. Gar nicht viel aus. Mit Schild ist das schwierig zu knacken. Wir machen trotzdem. Der Pickerator hilft ihm auch nicht. Das ist ja ganz cool im Spiel, dass hier so die Subsysteme wirklich abfliegen und dann wirklich explodieren und einfach weg sind. Das ist bei Free Space nicht so präsent. Also im Original Free Space, ne, jetzt hat geredet. Da gab es nämlich für kleinere Objekte, für kleinere Subsysteme. Beim Monster ist es anders. Da geht ein bisschen mehr, aber es war halt damals spektakulär einfach. So.
Jetzt kriegen die Zielgranaten vorerst. So, man soll doch richtig treffen. Oh. So was? Autopilot wird in 3 Sekunden aktiviert. Jetzt feinanimieren, okay. Das nächstgelegene feindliche Ziel wurde erfasst. Wenn Sie einen Jäger fassen, werden neben dem Schiff auch die Schäden an Schilden und Panzerung angezeigt. Sie können nacheinander die feindlichen Jäger in der näheren Umgebung anvisieren, indem Sie die Zielerfassungstaste drücken. Die Taste hat mir gefehlt in der Demo. Ja, die habe ich das irgendwie nicht mehr auf der Reihe. Kriegt das eher der nächste gelegene Feind ist. Okay. Shift E. Das Radar in der unteren Mitte der eingespiegelten Flugführungsanzeige zeigt Objekte im Raum in Relation zu Ihrem eigenen Schiff an, das sich in der Radarmitte befindet. Der Radarbereich kann mit der Radarbereichstaste vergrößert oder verkleinert werden. Okay, V. Da sieht man gar nichts. Ja, ich würde sagen, das sind ungefähr 150. Das sind der kleinste Bereich wird 100. Durch einen Ring, der mittlere Bereich durch 2 und der größte Bereich durch 3 Ringe angezeigt. Oder so. Ihr eigenes Schiff wird links vom Radar angezeigt. Das Bild Ihres Schiffes wird von 2 segmentierten Ringen umgeben, die jeweils in einen vorderen, einen hinteren und 2 seitliche Abschnitte unterteilt sind. Der äußere Ring stellt die Schilde, der innere Ring die Panzerung dar. Behalten Sie die Schilde im Auge, wenn sie getroffen werden. Sobald die Schilde eines Bereichs unten sind, wird die Panzerung Ihres Schiffs beschädigt. Ist einer der 4 Panzerungsabschnitte vollständig zerstört, explodiert das Schiff. Die Schilde regenerieren sich automatisch. Sein Mann ist zu stark beschädigt, dann nicht mehr. Übrigens. Mal als Info. Das ist tatsächlich so, wenn das Schild zu stark beschädigt ist, dann ist das Schild deaktiviert und eigentlich denkst, ist der Generator halt kaputt, quasi. Er geht dann nicht mehr. Bordkanonen. Die verschiedenen Kanonen können mit der Taste für das Bordkanonendisplay ausgewählt werden. Handelt es sich um einen Flugkörper, wird die Anzahl der verbleibenden Salven angezeigt. Handelt es sich um eine energiebasierte Waffe, werden die aktuelle und die maximale Ladung angezeigt. Feuern Sie Ihre Waffen ab und beobachten Sie, wie sich die Energieanzeige rechts in der Mitte des Bildschirms sowie die Geschossanzeige im Bordkanonendisplay verändern. Die Kanonen sind jetzt aktiviert. Ein übermäßiger Waffengebrauch führt zu einem vorübergehenden Energieverlust. Drücken Sie die Taste zum Abfeuern aller Bordkanonen, um alle Kanonen zu aktivieren. Bei Doppelkanonen können Sie durch Drücken der Synchronisationstaste vom Dauerfeuer zu alternierendem Feuer wechseln. Die Kanonen sind jetzt deaktiviert. Okay. Steuerung G. Ah! Ah! Die Kanonen sind jetzt deaktiviert. Okay. Energieverteilung. Damit können Sie Energie auf die verschiedenen Schiffssysteme verteilen. Mit der Taste für den Energieverteilungsdisplay und dem Joystick können Sie die Einstellungen anpassen. Energieverteilungsdisplay. Wenn Sie den Triebwerken mehr Energie zuteilen, erhöhen Sie deren Leistung. Mehr Energie für die Waffen verlangsamt die Verluste. Mehr Energie für die Schildsysteme beschleunigt die Regeneration. Sie können auch einen Bildlauf durch die Voreinstellungen für die Energieverteilung durchführen, um allen 3 Systemen Energie zuzuweisen oder zur Standardeinstellung Mitte zurückzukehren. Statusleisten und Fadenkreuz. Der skalierte Bogen auf der linken Seite zeigt die aktuelle und die festgelegte Geschwindigkeit an. Der auf der rechten Seite zeigt den Energiestatus für die Waffen an. Das kleine Kreuz in der Mitte ist Ihr Zielfadenkreuz. Dieses muss auf ein Ziel gerichtet sein, damit es getroffen werden kann. Ist klar, aber schon mal eingesetzt. Der rote Pfeil in der Mitte des Bildschirms zeigt an, wo sich Ihr Ziel befindet.
Der weiße Pfeil zeigt an, wo sich ihr nächstes Hauptziel befindet. Ah. Das Kreuz, das gab es im Wing Commander 1 schon. 1990. Es folgen einige Funktions- und Warnsymbole. Einige Funktionen stehen nicht auf allen Schiffen zur Verfügung. Ach nicht? Sprungantrieb. Zeigt an, dass der Sprungantrieb aktiviert und startbereit ist. Zum Aktivieren drücken Sie die Sprungantriebstaste. Sprungantrieb online. Na dann, wie wir sagen, machen wir dann mal, ne? Sie sind jetzt einige Mausklicks entfernt von Ihrem Startpunkt. Aktivieren Sie erneut den Sprungantrieb, um zum Punkt im Raum zurückzukehren, von dem aus Sie gestartet sind. Also voll Verschwendung von Treibstoff. Sprungantrieb online. Ah, naja, so ist das. Also, los geht's. Wir zurück. Zielerfassung durch den Feind. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Feind Ihr Schiff als Ziel erfasst hat. Aha. Zielerfassung durch feindliche Rakete. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Ihr Schiff von einer feindlichen Rakete erfasst wurde. ECM. Damit können Sie die Sensoren eines Feindes, der Ihr Schiff erfasst, stören. Die Störmaßnahmen besitzen ein Zeitlimit und werden durch Drücken der ECM-Taste ein- und ausgeschaltet. Aha. Gibt's auch? Was? Spannend. Wenn Ihr Schiff von einer feindlichen Rakete erfasst wurde, können Sie Düppel abfeuern, um die Rakete aufzuhalten. Das Symbol zeigt die Anzahl der Düppel an, die Sie noch abfeuern können. Ha, das habe ich dann auch verpasst. Automatische Zielerfassung. Ist diese aktiviert, wird jedes Schiff, das Sie treffen, automatisch als aktuelles Ziel erfasst. Die können ja aktivieren. Auch ganz hilfreich. Schleudersitz. Ist der Zustand Ihres Schiffes kritisch und Sie schaffen es nicht mehr zurück zum Trägerschiff, drücken Sie die Schleudersitztaste, um die Rettungskapsel zu starten. Falls ein Bergungsschiff in der Nähe ist, haben Sie eine Chance, gerettet zu werden. Das ist auch selten der Fall, eigentlich. Sie können jetzt die Landeerlaubnis anfordern. Sie können jetzt die Landeerlaubnis anfordern. Mach ich das? Ach da, ah. Okay, naja, dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal die Landerlaubnis mit Kommunikation. Wir haben dann nicht mehr erzählt, wie das genau geht, ne, an Landerlaubnis. Landerlaubnis. Trainingssequenz beendet. Oh, ja, recht langes Tutorial, 15 Minuten. Länger als manche Mission, muss man sagen. Da sind wir ja vielleicht... Die grundlegendsten Sachen kennen wir jetzt damit. Kann man sagen, das hat ein Schiffchen. Okay, dann haben wir die erste Trainingsmission abgeschlossen. Ach, jetzt können wir noch ein bisschen gucken in die Datenbanken dieses Spiels. Die machen wir so Schritt für Schritt, logischerweise. Wir werden da nicht so, ich werde da jetzt nicht alles auf einmal lesen. Aber natürlich ein bisschen was lesen. Das ist so ein bisschen wie bei einem Freespace Let's Plays, die ich gemacht hatte. Von wegen Mission und dann ein bisschen Datenbank wühlen und so weiter. Und da gibt es halt viele Infos zu verpacken. So. Okay. So, Nachrichten. 23. Demo, das war ein Tag vor der Demo. Das läuft überwiegend derselbe Text, glaube ich. Ja, überwiegend derselbe Text. Man kann dann natürlich nochmal lesen, wenn man will. Man kann natürlich nochmal lesen. Das ist ein bisschen feine andere Information als verpackt vielleicht, aber... Ach komm her, wir lesen einfach mal durch. Mal sagen, ja, seit das Urkommando die Befehle zur Regruppierung der Flotte um den Neptun erließ, fließt ein ständiger Strom von Überlebenden aus unseren frühen Kolonien und Orbitalstationen im gesamten Sonnensystem. Die ankommenden Personen, die oft unter heldenhaften Einsatz ihres Lebens die Sicherheit erreichten, haben uns einige Augenzeugenberichte über die Ereignisse in den früheren Kolonien geliefert. Nach diesen Berichten wurden viele der nach einem heldenhaften Widerstand in Gefangenschaft geratenen Soldaten und Zivilpersonen massenweise hingerichtet oder verhaftet.
Andere Quellen berichten von Lagern für die zivilen Gefangenen, in denen sie ohne ausreichende Wasser- und Lebensmittelversorgung zum Arbeitsdienst gezwungen werden. Diese Woche hat die erst kürzlich wieder in Dienst gestellte ANS Reliant unter dem Befehl von Captain Robert Foster ihren ersten Einsatz mit den Mitgliedern des neu gebildeten 45. Freiwilligengeschwaders geflogen. Die Rekruten verließen ihre Übergangsstation in guter Stimmung. Nach anderen Berichten wurden die Bürger der Allianz wieder vom Oberkommando der Allianz aufgefordert, einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen zu leisten. Alle notwendigen Ressourcen sind an den aufgelisteten Sammelpunkten abzuliefern und alle werden aufgefordert, äußerste Anstrengungen zur Erhaltung unserer Wasser- und Lebensmittelvorräte zu unternehmen. So ist die Lage. Das ist das. Nachbesprechung gibt es natürlich noch nicht. Haben wir natürlich noch nichts. Wir haben keine Mission gemacht. Das ist Videoberichte. Da gibt es quasi den Erschlag. Die Unterzeichnung des Balmer Vertrages durch die Koalition wird einem Jahrzehnte dauernden Kolonialkonflikt beenden. Hohe Regierungsmitglieder der Koalition treffen auf dem Jupitermond Europa ein, um an diesem historischen Ereignis teilzuhaben. Im gesamten Sonnensystem haben Mitglieder der Allianz Flottendienst frei. Admiral Kulov war im Begriff, auf Europa zu landen, als die Streitkräfte seiner östlichen Koalition Überraschungsangriffe im gesamten System starteten und die Streitkräfte der Allianz völlig überraschten. Überlebende können sich jetzt nur noch zurückziehen. Die französische und italienische Flotte erleidet schwere Verluste und Gefangene werden skrupellos hingerichtet. Trotz tapferen Widerstandes fällt Base Kennedy letztendlich unter dem Ansturm eines übermächtigen Gegners. Es werden keine Überlebenden gemeldet. Die Anführer der Allianz geben zu, dass jede Hoffnung auf eine friedliche Beilegung des Konflikts mit dem Angriff auf Europa gestorben ist. Das Oberkommando der Allianz fordert alle die Zivilisten mit Flugerfahrung auf, sich zwecks Bewertung ihrer Fähigkeit beim nächsten Rekrutierungsbüro zu melden. Ja, es ist ein bisschen so ein Mix zwischen Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg, ne, logischerweise. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier den Kampfflieger der Allianz. Ja gut, da haben wir jetzt, wissen wir noch nichts Bescheid, wo man sagen, wir gucken mal da. Da haben wir zum Beispiel den Leck eben gesehen. Mittelschwerer Jäger ist das. 100 Sekunden Jetting-Laser, Protonkanon, Laserkanon, hinteres Zwillingslaser, zwei Mannschaften. Geschwindigkeitsklasse, gibt es da keinen Text zu? Da gibt es gar keinen Text. Ich dachte, man könnte ein bisschen was zu erzählen. Ja gut, dann gibt es hier nur. Gut, wir hatten jetzt den Grendel, kann ich mal sagen. Den Grendel. Ist auch kein Text dazu tatsächlich. Ich dachte, das wäre eine Beschreibung. Das ist ja nicht so relevant, diese Anzeige hier. Gut, ja weiter mit den Hauptschiffen. Da gibt es was zu lesen, genau. Und zwar sind wir jetzt auf der ANS Reliant. Wurde uns ja gesagt, die ANS Reliant. Genau, das ist diese hier. Die wurde 2125 in Dienst gestellt. Ist ein Trägerschiff der vierten Klasse. 50.000 Tonnen Ionenantrieb. 35 Raumschiffe maximal. Mittelschwere Bewaffnung und 292 Besatzungsmitglieder. Dieser Carrier wurde nach seiner Inbetriebnahme im Jahre 2125 intensiv in den Kämpfen während des Mond-Europa-Konfliktes eingesetzt. Nachdem das Schiff vor 20 Jahren aus dem Verkehr gezogen wurde, dient es als bewaffneter Transportcarrier auf der Route zwischen Io und Mars. Bei Ausbruch des Krieges wurde das Schiff instand gesetzt und in aktiven Dienst übernommen. Der Commander, Captain Foster, hat seinen ersten Einsatz auf der Reliant vor 35 Jahren geflogen und ist ein geschätzter und ausgezeichneter Captain der Allianzflotte. Während früherer Konflikte war die Reliant die Heimat eines der berühmtesten Geschwader der Allianz, der Hurricanes. Der Name ist in den Annalen der Allianz verewigt. Nachdem die meisten Piloten getötet wurden, als ein Shuttle durch einen Computerfehler in die Atmosphäre des Jupiters verglühte. Oh je. Die Reliant ist jetzt Heimat des 45. Freiwilligengeschwaders. Das mit einer Gruppe von neu verpflichteten Piloten kurz nach Beginn der Feindseligkeiten gebildet wurde. Die wieder in Dienst gestellte Reliant und ihr neu gebildetes Geschwader haben seit Anfang des Konflikts Fronteinsätze geflogen. Ja, haben wir noch gar nicht. Auf sie und die anderen Gruppen von Frontkämpfern werden große Hoffnungen gesetzt, denn die sollen den Vorschlag der Koalition bremsen und der Allianz Zeit zur Erneuerung verschaffen. So sieht's aus. Sonst gibt's glaube ich da noch nichts, was wir kennen. Außer Demo, die berichtigt, die lasse ich jetzt mal.
Wir haben, glaube ich, die Ballonov eben gehabt in einer Trainingsmission. War doch 155 noch gar nicht so alt. Das ist auch ein Trägerschiff der dritten Klasse. 40 Raumschiffe und 419 Meistermitglieder. Aufgrund der ständigen Positionswechsel des Schiffes legen uns diesbezüglich keine Kenntnisse des Geheimdienstes vor. Man nimmt an, dass das Schiff beim Jupiter-Angriff während der Anfangsgefechte des Konfliktes eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Mehr kann man noch nicht dazu sagen. Da werden sich alles lernen, alles erfahren im Laufe der Zeit. Dann gibt es noch Geschwader. Und zwar die 45. Freiwilligen Geschwader. Genau. Das 45. Geschwader wurde ad hoc gebildet, um einen schnellen Ersatz für die zu Beginn des Konflikts erlittenen Verluste bereitzustellen. Es besteht hauptsächlich aus führenden Militär sowie einigen Zivilpiloten und wird von Maria Enriquez befehligt, einer erfahrenen Taktikerin, die bereits einige Auszeichnungen als Kampfpilotin erhalten hat. Das 45. Geschwader hat wenig Zeit für Übungsflüge, aber in kürzester Zeit viel zu beweisen. So sieht's aus. Es gibt auch noch ein anderes Geschwader und so 51. Gehen wir das auch mal an hier. Das 51. Freiwillige Geschwader wurde kurz nach Ausbruch des Konflikts gegründet. Die Diamondbacks haben zwar einige Erfolge vorzuweisen, insgesamt werden jedoch ihre Fähigkeiten in der relativ niedrigen Abschlussrate von 1 bis 3 gespiegelt. Gegenwärtig zur Verteidigungsflotte abkommandiert, arbeiten die Diamondbacks daran, das Ansehen des Geschwaders zu verbessern. Einzeln gesehen handelt es sich um hervorragende Piloten. Es fehlt jedoch die gemeinsame Flugpraxis. Durch die Stationierung auf Fort Austin haben sie die Chance, das Geschwader neu zu gruppieren und zusätzlich Trainings zu absolvieren. Ja, die sind auch mal, die werden auch mal nicht so gut wie wir. Hier gibt es auch ein paar Geschwader, die werden wir aber im Laufe der Zeit erst kennen. Personenprofile, da gibt es noch bestimmt was. So, wen nehmen wir denn? Wir fangen an mit unserer Geschwaderführerin. Maria Enriquez, 32 Jahre ist sie. Militärischer Werdegang, Akademieabschluss mit Auszeichnung, umfassende Erfahrung als kommandierende Offizierung, 21 bestätigte Abschlüsse. Training für die meisten Schiffe der Allianz qualifiziert. Hintergrund? Sie erhielt ein Stipendium für die Akademie und absolvierte dies in weniger als 3 Jahren. Enriquez diente bei verschiedenen Kampftruppen als Pilotin, stieg aber schnell in den Rang der Leaderin auf. Sie war bei Ausbruch des Krieges ins Zivilleben zurückgekehrt. Was? Vor dem Ausbruch des Krieges war sie im Zivilleben, ne? Und wurde wieder in den aktiven Dienst berufen. Als geschickte Taktikerin besitzt sie auch die Fähigkeit, die unter ihrem Kommando stehenden Soldaten zu motivieren. Obwohl sie immer noch eine hervorragende Jägerpilotin ist, findet man sie gewöhnlich bei Koordinationsaufgaben auf dem Kommando-Carrier oder auf ihrem eigenen Kriegsschiff. Sie ist eine geborene Führungskraft. Intelligent, zäh und einfallsreich. Aha. Okay, da haben wir noch Robert Foster. 57 Jahre aus England. Militärischer Werdegang. Klassenbester in seinem Akademiejahrgang. Umfassende militärische Erfahrung als Pilot. Kommandierender Offizier. Einsatz beim Mondkonflikt und beim Aufstand auf der Erde. Hochdekoriert. Blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Training für alle bekannten Klassen von Jägern und Carriern der Allianz qualifiziert. Hintergrund: Captain der ANSV Lions. Ein Veteran, der seinen Ruhestand verließ, nachdem seine beiden Söhne bei Kämpfen nach Kriegsausbruch getötet wurden. Da er erkannte, dass bei der Allianz ein großer Mangel an Piloten herrschte, schlug er die Aufstellung des 45. Freiwilligen Geschwaders vor. Er ist ein vollendeter und geschickter Taktiker und seine Offiziere und Mannschaften zollen ihm großen Respekt. Seine Karriere zieht sich über beinahe 4 Jahrzehnte hin. Vom Kampfjägerpilot bis zum Kommandanten der größten Schiffe der Flotte. Da er den aktiven Dienst einem Schreibtischjob im Kommandobunker vorzog, vermied er eine Beförderung zu einem höheren Rang. Er ging als höchst dekorierter Schiffskapitän der Allianz in den Ruhestand. Ein harter und verwüstlicher Anführer. Aha. So ist aus, den haben wir noch. Dann gibt's, kennen wir noch einen hier. Ne, wir wissen nicht, wer ist. Ich werde das natürlich wieder protokollieren und gucken, wenn am Ende wer fehlt, werden wir dann sicherlich hier den nachgucken. Es gibt nicht viele Leute, die wir, glaube ich, nicht kennen, aber naja. Haben wir noch? Wir haben hier Wladimir Kulov.
Das ist der Admiral, 52 Jahre alt. Militärischer Werdegang. Bester Absolvent seiner Klasse auf der Akademie von Kiew. Langjährige Erfahrung als Bataillonskommandeur. Hat verschiedene Polizeiaktionen in den Kolonien der Koalition koordiniert. René qualifiziert für alle Schiffe der Koalition. Hintergrund? Er kletterte die Karriereleiter schnell hinauf. Nicht zuletzt aufgrund seiner guten Beziehungen zur Geheimpolizei und Politbüro der Koalition. Kulov hat sich selbst zum nächsten großen Herrscher der Koalition bestimmt. Die Zerstörung der französisch-italienischen Flotte war seine Idee und sein bislang größter militärischer Erfolg. Er ist davon überzeugt, dass die Koalition die Allianz vernichten muss, oder sie spielt in der nächsten Ära der Weltraumkoalisierung nur eine untergeordnete Rolle. Unbarmherzig und verschlagen, ein tödlicher Gegenspieler, sein Verhalten ist moralisch sehr fragwürdig. So sieht's aus? Nehmen wir noch hier. Das sind alles irgendwelche Clan-Leute, die werden wir sicherlich irgendwann kennenlernen. Also wir können natürlich alle immer durchgehen hier. Mal gucken, wer halt so dran kommt. Erkennen wir da jemanden von... Der eine irgendwie im Intro gegen... Ich weiß nämlich nicht, wer alles im Intro da ist. Der eine Kommandeur, der uns da befohlen hat, diese Colonel da. Guck, ob der hier mit bei ist. Ich weiß nämlich nicht. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich die meisten kennen wir wahrscheinlich nicht. Vielleicht werden wir noch kennen. Sag mal so. Die werden wir meistens im Laufe der Zeit alle. Im Netto wird man die Gesichter kennen. Wir werden im Laufe der Zeit wohl alle kennenlernen, vermute ich mal. Oder gar nicht, weil die nie aufgetaucht sind. Das ist. Yamato? Da waren wir ja auf der Demo. Deswegen passt das auch von der Story halt nicht, die Demo wirklich ins Spiel, muss man sagen. Ja, hat keinen Namen. Josef Stahl. Ist das der? Ich guck gerade. Das ist nämlich kein Pilot, glaube ich, der Typ hier. Das ist, glaube ich, der Kommandant, das ist, glaube ich, dieser, den wir uns eben als einsortiert hat. Also der gesagt hat, dass wir unsere Quartiere zuweisen sollen. Militärischer Werdegang, Ausbilder bei der Marine. Der auch bei Ausbruch des Krieges einen Flottendienst übernommen. Spezialeinsätze auf Mano-Ebene. Mit einer Dienstakte, die von hier bis zu Pluto reicht, hat dieser Mann auf den meisten bewohnten Planeten bereits Action gesehen. Als Meister der Waffen und Taktik nimmt er die Aufgaben eines Deckoffiziers wahr. Und koordiniert außerdem noch Sondereinsätze. Gerüchte besagen, dass er zu Anfang seiner Dienstzeit vom Weltraum aus ein russisches Kommandoschiff enterte, den Piloten umgebracht hat und den Autopiloten so informiert hat, dass das Schiff mit Höchstgeschwindigkeit aus dem Sonnensystem herausjagte. Dann sprang er aus dem Schiff und wurde von einem Bergungskommando aufgelesen. Man nimmt an, dass die russischen Offiziere an Bord ihr Verhängnis erst nach dem Abendessen bemerkten, als einer von ihnen Pluto nun als schwindenden Punkt im Weltall sah. C, standhaft, aber fair. Aha. Krasser Mist, ne? Krasser Mist, muss man sagen. Das ist echt übel. Das ist echt übel, muss man sagen, ne? Das ist ja echt unheimlich. Das ist okay, war der Einzige, der ist, glaube ich, das ist ein Deckoffizier gewesen. Das war, glaube ich, der von eben. Abschlusstafel. Wir haben hier Klaus Steiner ist der Beste. Ja, viele Piloten. Wer ist noch ein... Mark Bannister, 45, 49 Abschlüsse. Und wir haben diesen 19er. Haben 0 Abschlüsse, 18 können wir packen, ne? Die können wir packen irgendwann. Da packen wir ja alle. Ich meine, wir hatten ja nach Demo-Mission so irgendwie 25 Abschlüsse. Ne? Nach den beiden Demo-Missionen waren wir hier schon auf Platz 13. Also, da enden wir ja bald die Top 10. Aber, ja, das soll das Alltag gewesen sein. Da gab es jetzt ein bisschen was. Haben jetzt fast eine Stunde für diese Folge gebraucht. Ja, nächsten Folgen, wer weiß, wie lange die werden. Vielleicht wird es kürzer jetzt ab sofort. Wir werden es ja sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Denkt immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr folgen könnt auf Twitter und auf Facebook. Rock der Schnasse bleiben. Ihr könnt beitreten dem Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen und mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles findet ihr in der Videobeschreibung.
Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.